Hallo ihr Lieben, ich habe gestern ein Paket von Amazon bekommen und ich freue mich heute so richtig darauf, das hier auf dem Kanal aufzumachen und was da drin ist, finden wir jetzt heraus. Wir haben hier die Ultra Premium Kollektion aus dem Pokémon Set Karmesin und Purpur 151 und was darin enthalten ist, ist einfach mal der Hammer, Leute. In der Kollektion sind drei Promokarten enthalten, eine Illustration Rare von Mewtwo, das mein Lieblings-Pokémon ist und das ist eine Karte, auf die ich mich sehr freuen werde. Dann haben wir die Special Illustration Rare von Mew, auch ein wunderschönes Artwork, Leute. Und die dritte Promokarte ist eine Metallkarte. So wie ihr die Goldkarte auch schon aus dem Set kennt, gibt es diese hier in der Kollektion als Metallkarte. Des Weiteren haben wir hier auch noch eine wunderschöne Matte drin, dann eine Münze, auch mit dem Mew drauf und natürlich unsere 18 Booster, Leute. Und all das machen wir jetzt hier gemeinsam auf den Kanal auf. Ich mache schon mal die Folie ab und dann starten wir gemeinsam rein und schauen uns an, wie das alles aufgebaut ist und wie es aussieht. Die Folie ist ab und ich freue mich heute einfach richtig darauf, das Produkt hier mit euch aufmachen zu können. Es ist die erste UPK, die ich hier auf dem Kanal aufmache. Letztes Jahr habe ich mir zwar die Ultra Premium Kollektion von Glurak gekauft, aber die habe ich nicht auf dem Kanal aufgemacht und dadurch ist es heute hier richtige Premiere, meine UPK auf dem Kanal aufzumachen, weil Pokémon 151 ist für mich das beste Set des Jahres mit den ganzen Kanto-Startern, Leute, und den ganzen schönen Illustration Rare von den ganzen Pokémon. Und wir gehen jetzt einfach mal in die Box hinein. Ich mache die mal auf. Wir gucken uns an, was alles so Schönes drin ist. Jetzt haben wir erstmal das Außenrum abgemacht. Dann klappen wir sie mal auf. Ups, gegen die Kamera. Und dann schauen wir mal rein. Ich zeige es euch mal, Leute. Die ist so aufgebaut. Hier haben wir unsere Promokarten drin. Und hier drin haben wir unsere Booster links und rechts. Dann haben wir unsere Deckbox, unsere Münzen und hier unten unsere Matte. Wir schauen uns das jetzt alles gleich mal im Detail an. Ich werde jetzt erstmal die Promokarten befreien, denn diese kann man hier leicht nach oben rausschieben. Die auch, die Mewtwo-Karte, ne? Die kriegt man auch relativ einfach rausgeschoben. Und das Mew weiß ich noch nicht, wie ich das rausbekomme. Und deswegen gibt es hier gleich erstmal einen Cut. Wir starten hier mit der Mewtwo-Karte. Das ist eine richtig, richtig schöne Karte. Und auf die habe ich mich mit am meisten gefreut. Schade, dass es keine Special Illustration Rare geworden ist. Aber auf jeden Fall eine schöne Illustration Rare. Und das Centering ist einfach mal erste Sahne bei der Karte. Also das finde ich richtig, richtig gut, das Centering. Da kann man überhaupt nicht meckern. Die ist richtig, richtig gut gelungen. Also schnell ab in eine Sleeve. Weil wer sich noch daran erinnert, an der Glurak UPK letztes Jahr, da war das Centering der Karten total schlecht gewesen teilweise. Und ich hatte zum Beispiel auch das Pech in meiner UPK. Ich hatte sogar eine Glurak-Karte, die eine andere Sprache hatte, ne? Und dann auch noch genau die Karte, wo das Glurak mit dem Mewtwo kämpft. Und ach, da war ich ganz schön bedient. Und ich bin froh, dass diesmal das Centering echt richtig, richtig gut ist, finde ich. Auch hier bei unserer zweiten Promokarte, das Mew EX, auch richtig, richtig schön, ein richtig starkes Artwork. Auch das Centering der Karte ist richtig, richtig gut. Und hinten auch, sieht auch richtig gut aus, ein bisschen links, rechts, so minimal. Aber ansonsten finde ich das einfach richtig, richtig stark. Die machen wir auch schnell in eine Sleeve. Und natürlich, Leute, ihr wollt bestimmt auch sehen, wie sieht die Metallkarte aus, ne? Schauen wir sie uns an. Also ich finde, ich hatte die allererste Metallkarte, die ich generell von Pokémon so in der Hand halte. Die ist auch richtig, richtig schwer, finde ich. Also richtig, richtig schön. Die soll ja wohl so ein bisschen matter sein im Gegensatz zu der Celebrations. Darüber kann ich halt leider nichts sagen, weil ich selber keine UPK von Celebrations aufgemacht habe. Aber ich kann sagen auf jeden Fall, dass die richtig, richtig schön aussieht. Also ich finde die super. Auch hier das Centering, Leute, wenn ihr guckt, links, rechts, super. Oben, unten auch richtig, richtig stark. Nichts irgendwie irgendwie verschoben oder sowas. Und auch hier hinten sieht alles richtig, richtig gut aus. Hier oben ist halt ein bisschen Gold. Ich weiß nicht, wie man das halt nennt. Könnt ihr mir ja gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben. Und ansonsten vielleicht hier ein ganz, ganz bisschen Whitening. Aber
vom Druck her richtig, richtig gut, vom Centering auch richtig, richtig gut. Und das Einzige, was ich gerade entdeckt habe, ist, dass hier bei dem Pokéball irgendwie sowas, ein kleines bisschen was drauf ist. Aber ja, an sich finde ich die Karte richtig, richtig schön. Könnt ihr mir auch gerne mal unten in die Kommentare schreiben, wie ihr die Karte findet. Ob ihr sagt, Mensch, das würde mich jetzt halt richtig stören. Oder sagt ihr, nee, die ist total fein. So ist die voll in Ordnung. Könnt ihr mir gerne mal runterschreiben. Das würde mich echt interessieren. Das ist meine erste Goldkarte, deswegen kann ich nicht viel dazu sagen. Jetzt habe ich sie erstmal schnell gesleeved und geschützt. Wir schauen uns mal an, was noch so drin ist. Ich habe das jetzt weiter hier hinten hingestellt, weil es passt halt einfach kaum auf meinen Tisch, diese UPK. Wir haben hier hinten auf jeden Fall nochmal, machen wir mal auf. Oh. Ah, so. Den Mew Coin. Der sieht auch richtig, richtig stark aus. Ich weiß auch schon, an wem der geht. Der geht an meine Tochter. Dann haben wir hier eine Deckbox drin, Leute. Auch in diesem schönen Design von mit den ganzen 151 Pokémon. Ich muss mal gucken, dass ich die hier irgendwie aufkriege. 6,5 Stunden später. Das hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Wir haben auf jeden Fall die Deckbox hier mit einem Kartentrainer da drin. Für halt ein Pokémon-Deck, wenn man halt das Spiel spielt. Auf jeden Fall richtig, richtig schön. Und dazu halt auch noch ja, den Feuermarker und den Giftmarker. Und halt noch die 6 Würfel. Was haben wir noch Schönes drin in unserer UPK? Wir haben noch eine schöne Matte hier drinnen natürlich. Und unsere, nehmen Sie mal raus, unsere 18 Booster, Leute. Ich werde jetzt hier kurz mal ein bisschen umdekorieren. Ich werde mal die Matte ausrollen. Und dann starten wir auch schon rein in die 18 Booster. Die Matte, Leute, ist auf jeden Fall viel, viel größer wie die Glurak-Matte, die ich sonst immer zu liegen habe. Die ist richtig, richtig groß. Schaut es euch mal an. Ich habe hier die Glurak-Matte. Ich lege die mal so richtig rauf, damit ihr es vielleicht ein bisschen erkennen könnt. Und schaut es euch an. Die ist halt ein klein wenig länger und auch höher wie die Glurak-Matte. Und die sieht auch ein bisschen besser verarbeitet aus, weil wenn man hier so an den Rändern und sowas guckt, da ist sie nochmal extra umgenäht und so. Also eine richtig starke Matte, weitaus besser wie die Glurak-Matte verarbeitet. Und ich würde sagen, mit der machen wir jetzt einfach mal die Booster hier auf, ne? Wir starten rein, First Pack Magic, Leute. Ich bin gespannt, was ziehen wir heute aus den Boostern? Es kann einfach alles möglich sein, Leute. Einfach alles. Ich habe Ultra-Premium-Kollektionen gesehen, wo 3 Illustration-Rares drin waren. Und ich habe auch Ultra-Premium-Kollektionen gesehen, wo einfach nur eine Full-Art drin waren. Deswegen bin ich heute hier richtig, richtig gespannt, was wir ziehen, ob wir irgendwas Schönes ziehen. Ich hoffe es. Wir starten rein mit dem ersten Booster. Pipi. Macholo. Porygon. Electek. Yugong. Golking. Smetwo. Pantimos, Tauros und ein Starmie. First Pack Magic gönnt schon mal nicht, aber wir haben ja immer noch 15 Booster, Leute. Also wir haben hier 16 Booster drin. Fast ein halbes Display machen wir hier heute auf. Und jetzt haben wir ein Europe, Dodo, Tentacha, Radfratz, großer Luftballon, Razaf, Ibitak, Amoroso, Quappo, Smogon und eine Psycho-Holo-Energie. Richtig, richtig schön. Davon möchte ich mir auch, habe ich auch im letzten Video gesagt, eine Beinerseite von jeder Energie voll machen. Und deswegen kann ich nie genug kriegen von diesen Holo-Karten. Und mir fehlt auf jeden Fall noch die Unlicht. Energiekarte. Die habe ich noch gar nicht gezogen. Alle anderen habe ich schon mehrmals in mehrfacher Ausführung da. Aber die Unlicht habe ich noch nicht gezogen. Wir machen weiter mit einem Rihorn, Tangela, Smogon, Enton, Lapras, der Radweg, Sichlor, Nocturne, Hornliu, Kabutops und eine Wasserenergie.
So Leute, vierter Booster. Jetzt könnte mal langsam was kommen, würde ich sagen. Ich hoffe, dass wir hier was Schönes drinne ziehen. Wenigstens eine Special Illustration Rare. Ich würde mich riesig drüber freuen. Schlurp, Luzuk, Taubsi, Onix, Seemon, Kabuto, Porenta, Helix Fossil, Nidoking und eine Basisenergie. So Leute, jetzt aber, jetzt brauchen wir mal einen Hit. Der fünfte Booster. Jetzt mal so was richtig Schönes, eine Illustration, ja, egal welche. Die sind alle wunderschön hier draus. Am liebsten natürlich von den Startern, weil die Pokémon feiere ich hier am meisten. Wir starten mit einem Tentacha, Radfratz, Shiggy, Schlurp, Ammonitas, Tauros, Kadabra, der Radweg, Muschas, Flamara. Die habe ich noch gar nicht gezogen, die Holo-Karte von Flamara. Also richtig, richtig schön. Die sehe ich heute zum ersten Mal und wir haben schon einige Booster hier geöffnet. Richtig, richtig schön, weil da habe ich mir schon gedacht, dann bei der wieso haben wir die noch nicht gezogen? Und was haben wir dahinter? Eine Wasserenergie. Schön. Das ist die letzte, glaube ich, die letzte oder vorletzte Holo-Karte, die mir noch fehlt. Und ab. Wir starten jetzt in den sechsten Booster mit einem Mankey, Mauzi, Owei, Pipi, Entoron, Pinsir, Bildstransfer. Da hätte ich auch richtig gerne die Full Art Karte. Sandan, Sichlor, Knogger und eine Wasser-Holo-Energie. Richtig, richtig schön. Und hier wieder der Swirl. Auf jeden Fall schon mal ein kleiner Hit. Aber wir wollen jetzt nochmal so richtige Pokémon-Hits, oder Leute? Weiter geht's in den siebten Booster. Jetzt wäre es nochmal schön, wenn wir irgendeine schöne Full Art oder Illustration Rare ziehen würden. Ein Blutzug. Taubsi. Quapuzzi. Kokuna. Bisaknosp. Lamos. Mashok. Der Arnold Schwarzenegger hier. Pikachu. Dodo. Garados. Und eine Basisenergie. Leute, die erste Hälfte ist fast rum. Wir haben jetzt Last Pack Magic von der ersten Hälfte. Bis jetzt noch keinen richtigen Hit. Was ist da los? Ein Macholo, Porygon, Electek, Smogon, Golbat, Überreste, Snubbelicard, Sepa, Magma, Lavados. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich diese Holo-Karte schon gezogen habe. Und eine Elektroenergie. So, die erste Hälfte hat noch nicht gegönnt. Jetzt muss aber was kommen, oder Leute? Weil für den Preis, den man hier zahlt, ich habe jetzt relativ wenig bezahlt. Ich habe bei Amazon für 126,90 die Ultra Premium Kollektion gekauft. Die war halt noch recht günstig zum Glück. Aber trotzdem möchte man halt auch noch irgendwas retour bekommen. Man öffnet hier fast ein halbes Display, Leute. Ne? Ein halbes Display. Da möchte ja auch schon mal der eine oder andere Hit drinne sein. Ne? Wir machen hier weiter. Mit einem Shiggy, jetzt als Illustration Rare, Leute, los. Ein Blutzug, ein Schlurp, ein Taubsi, ein Sandama, Alpollo, Entoron, nochmal Alpollo als Reverse-Karte, Nidoking und ein Chanera. Und eine Holo-Energie, eine Kampf-Holo-Energie. Ich freue mich ja auch auf jeden Fall auch über diese Holo-Karten, aber man möchte halt auch mal so einen richtigen Hit ziehen, ne? Nicht nur Holo-Karten, Leute. So was richtig Schönes, ein richtig schönes Pokémon. Deswegen macht man ja das Set auf, ne? 151, die ganzen Kanto-Starter sind hier drin. Und die ganzen Kanto-Pokémon, die ganzen schönen Illustration-Rares. Also, man möchte ja hier auch was richtig Tolles ziehen. Wir machen weiter mit einem Radfratz. Shiggy, jetzt aber Shiggy. Schlurp, Blutzug, Lamus, Mashok, Yugong, Magnetilo, Dodo und unser erster Hit, ein Arbok EX. Richtig, richtig schön. Oh, endlich, ich dachte hier, wir ziehen hier schon gar nichts, Leute. Unser erster Hit und das glitzert wieder. Haben wir da noch was dahinter? Eine Elektroenergie. Unser erster Hit, Arbok EX. Richtig, richtig schön.
Darüber freue ich mich. Und ab rein in den nächsten Booster. Was werden wir da drinnen ziehen? Wir starten mit einem Pikachu. Ein Porenta. Ein Altbernstein. Tauboga. Überreste. Snubbelikard. Slimog. Tauboss. Und Leute, jetzt Trommelwirbel. 3, 2, 1. Ein Hornliu. Und haben wir da noch was dahinter? Trommelwirbel. 3, 2, 1. Ein Elektroball. Und eine Feuerenergie. So Leute, jetzt aber. Wir haben noch 2, 4, 5 Booster, Leute. 5 Booster. Wir können ja mal jetzt so ein ihr seht es zuerst Pack machen. 3, 3, 4. Ich mache die Augen zu. Und was haben wir da drinne? Lohnt es sich? Wir fangen an mit einem Pikachu Porenta Mushas. Ein antikes Helix-Fossil. Lapras. Radweg. Sichlor. Ein Macholo. Überreste. Und ein Knogger. Ach, wieder nichts, Leute. Was ist denn hier los? Was ist hier los? Wir haben noch 4 Booster. Jetzt muss doch mal was kommen. Jetzt muss doch mal was kommen. Oder haben wir hier eine Bruch-UPK erwischt? Wir machen weiter mit einem Pikachu, Porenta, Altbernstein, Tauboga, Sandama, Alpollo, Entoron, Chanera, nochmal ein Sandama und ein Lavados. 3 Booster, Leute. 3 Booster, da muss doch noch was drin sein. Wir können doch nicht hier nur mit 3 Holo-Hits und einer EX-Karte nach Hause gehen. Wir machen hier 16 Booster auf. Es geht weiter mit einem Electek, Smogon, Tangela, Slimer, Sarzenia, großer Luftballon, Razaf, Sandan, Tauros, Pantimos und eine Basisenergie. Leute, was ist denn hier los? Was ist hier los? Das ist schon nicht mehr witzig, Leute. Das ist schon so richtig, richtig traurig. Wir haben nur noch 2 Booster. Die müssen es jetzt richten. 2 Booster, Leute. Ziehen wir da noch was? Also wenn jetzt hier nicht noch ein Godpack oder sowas rauskommt. Puh. Dann bin ich schon ganz schön traurig, Leute. Macholo. Porygon. Electek. Rihorn. Lapras. Radweg. Sichlor. Ein Quappo. Ja, endlich, endlich, Leute, endlich. Oh, endlich. Ein Zapdos EX als Special Illustration hier. Endlich. Oh, ich hatte schon Angst, Leute. Schaut's euch an. Oh, richtig, richtig schön. Richtig, richtig schön. Auf jeden Fall einer meiner Chase-Karten. Das Lavados, das Zapdos, das Arctos. Oh, richtig, richtig schön. Und haben wir da noch was dahinter? Trommelwirbel. 3, 2, 1. Ein Elektroball. Und eine Feuerenergie. Puh, Leute. Ich dachte schon, wir gehen hier heute leer aus. Aber wir haben jetzt nochmal eine richtig schöne Special Illustration wieder gezogen. Richtig, richtig schön. Ich hatte schon Angst, dass wir hier leer ausgehen. Und was haben wir jetzt noch in dem letzten Booster, Leute? Last Pack Magic. Und Leute, lasst dem Video einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke. Das ist kostenlos und ihr würdet kein Video mehr auf dem Kanal hier verpassen. Wir machen jetzt weiter mit dem letzten Booster. Ich hoffe, wir räumen jetzt hier nochmal so richtig ab, dass wir nochmal so einen richtig schönen Hit ziehen wie eben. Ich bin gespannt. Ah, ich dachte schon, wir ziehen hier echt wirklich nichts aus der UPK, weil ich habe ja auch schon alles gesehen. Es kann halt einfach alles passieren, ne? Und 151 ist ja nun manchmal ganz schön bestrafend, was die Pullrate angeht in den einzelnen Produkten, ne? Wir machen jetzt hier weiter mit einem Enton, Rattan, Dragosso, einem Vulpix, Ibitak, Onix, Dragonir, Pikachu und Leute, Trommelwirbel, 3, 2, 1,
Ja! Ja! Super! Wir haben ein Glutexo drin! Ja! Richtig, richtig schön! Oh, zum Schluss geht die Ultra Premium Kollektion nochmal richtig, richtig ab. Wir haben ein Glutexo. Richtig, richtig schön, Leute. Richtig, richtig schön. Und haben wir da noch was dahinter? Trommelwirbel. 3, 2, 1. Ein Knogger. Und eine Psychoenergie, Leute. Und mit diesem Hit, ihr Lieben, verabschiede ich mich. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich bin raus. Euer Rokat. Ciao.